Die vierte Saisonstation des Yamaha R6 Dunlop Cups in diesem Jahr 2012. Und wir sehen es, der Red Bull Ring, das ist die vierte Saisonstation. Es war richtig warm am Wochenende. Es war eine richtige Hitzeschlacht. Hier der Red Bull Ring, der ja 2011 im Mai wieder in Betrieb genommen wurde. Da wurde einiges geändert. Wer im letzten Jahr schon die Videos angesehen hat, der weiß das. Also 13 Runden hier im Yamaha R6 Dunlop Cup auf dieser Strecke, 4,3 Kilometer lang. Und wir sehen die Sieger des Vorjahrs. Jesko Raffin vor Robin Mulhauser und Lucy Klöckner. Das war ja im letzten Jahr sowas wie die Vorentscheidung im Titelkampf. Jesko Raffin mit diesem Sieg einen ganz, ganz wichtigen eingefahren und brauchte dann in Hockenheim ja das Ganze nur noch sicher nach Hause bringen. Wir gehen gleich rein in die Startaufstellung, schauen allerdings vorher mal auf die Temperaturen. Also das Rennen noch vor 10 Uhr gestartet und es waren schon 23,7 Grad, 35,6 Grad Asphalttemperatur und wir wollen jetzt also so langsam reingehen in die Startaufstellung. Der Polesetter, das war der Finne, das war der gesamtführende Niki Tulli mit seiner gelben Yamaha R6 vom AC Motec Team mit der Startnummer 18, also er auf der Pole Position 1:36.351 und damit 0,295 Sekunden schneller als der Rest. Und damit hören wir mal rein. Er hat gesagt, Freitag war richtig hart für mich. Es war eine neue Strecke. Die musste ich natürlich erst lernen. Aber ich habe es schnell gelernt und habe für Freitag eine ganz gute Zeit zusammengebracht. Am Samstag war dann richtig gutes Wetter. Es war extrem heiß, aber es war okay. Das erste Qualifying brachte mir eine gute Zeit, aber da musste noch mehr passieren. Und im zweiten Quali-Training war es dann hart, weil wir ein paar Probleme mit dem Fahrwerk hatten. Aber ich konnte zum Schluss noch einige gute Runden fahren und meine Zeit hinlegen. Morgen hoffe ich natürlich, also für das Rennen hoffe ich natürlich auf den Sieg. Aber das ist im Cup sehr, sehr schwer, weil der Cup sehr eng und sehr hart umkämpft ist und es einige schnelle Fahrer gibt. Aber ich hoffe natürlich, dass ich das Rennen hier am Red Bull Ring gewinnen kann. Manu Antweiler auf der zweiten Startposition. Er also ebenfalls vom AC Motec Team 0,295 Sekunden zurück. Und auch bei ihm wollen wir natürlich reinhören, was er vor diesem Rennen zu sagen hatte. Ja, das erste Zeittraining lief soweit eigentlich soweit ganz gut und aber war noch nicht perfekt. Das zweite Zeittraining habe ich mich dann nochmal, bin ich dann mit alten Reifen rausgefahren und habe die 6 Minuten vor Schluss nochmal gewechselt, das mit den Hinterradreifen. Und ja, die letzten 2 Runden habe ich dann nochmal eine ordentliche Zeit hingeknallt. In der letzten die beste. Und ja, hat für den zweiten Platz gereicht. Und mal gucken, wie es denn nicht morgen im Rennen wird. Ich hoffe, dass es nochmal noch einen Platz nach vorne gibt. Anweiler und die 7 Top-Rang, Razgardino, und wir sehen schon, also eine optimale Vorbereitung auf das Training ist das nicht. Alles andere als entspannt. Im Training geht es auch um zu 3,41 Sekunden zurück. Er hat gemeint, am Freitag hat alles ganz gut geklappt. Er hatte zwar einen sehr weiten Anreiseweg und als er hier ankam, hat er schon gemerkt, dass es richtig warm wird. Er hatte am Freitag dann einen sehr guten Trainingstag. Im ersten Quali-Training am Samstag konnte er schon eine gute Zeit fahren, war dort Dritter. Allerdings für das zweite Training hat er nochmal neue Reifen aufgezogen, ist dann zwischenzeitlich zurückgefallen, aber wieder auf den dritten Platz vorgefahren. Von daher ist das ein gutes Trainingsresultat gewesen und für das Rennen hofft er natürlich das Beste, um möglichst aufs Podium zu fahren. Also er ist sehr, sehr ehrgeizig und er möchte dort auf jeden Fall ein gutes Resultat hier am Red Bull Ring erzielen. Und damit gehen wir zum Viertplatzierten, Marco Nekwasil, der Pechvogel sozusagen der letzten Rennen. Marco Nekwasil vom Kering SKM Emmons RT Team. Er Startposition 4, 0,510 Sekunden zurück im Training. Also das letzte Wochenende ist nicht ganz so gut verlaufen. Bin im Rennen gestürzt, hatte Fahrwerksprobleme und Getriebeprobleme. Wollten das dann bis zum nächsten Wochenende hier am Nürburgring hinbekommen. Haben noch ein extra Training eingeschoben. Ja, hat super funktioniert. Freitagtraining war nicht ganz so gut. Im ersten Training ist der Kühler kaputt gegangen. Hat das Ventil den Kühler zerhauen. Und im zweiten hat es anfangs ein bisschen geregnet.
und zum Schluss auch ging es eigentlich. Das Qualifying waren wir ja ziemlich optimistisch. Sind ziemlich gut reingegangen. Im ersten war ich Zweiter und im zweiten dann leider auf Position 4 zurückgerutscht, aber ja, erste Reihe und morgen wird hoffentlich alles klappen und ja, rechnen wir ein Podium aus. Soweit also Marco Nekwasil und wir gehen rein in Startreihe 2. Philipp von Kunden mit der Startnummer 63, also auf Platz 5, 0,728 Sekunden sein Rückstand. Die 67, Alain Bonnet aus Frankreich. Sein Aufwärtstrend geht also weiter. Startplatz 6 für ihn, 0,737 Sekunden zurück. Dann der Siebtplatzierte, Toni Riedel, der schnelle Sachse. Er hatte ja zu Beginn der Saison ein bisschen Verletzungssorgen gehabt nach dem Lausitzring. Allerdings am Nürburgring schon richtig gut unterwegs gewesen. Und hier, wie gesagt, Startplatz 7 vom Moto, meine ich PZ Motorsport Team. Dann Startposition 8, Patrick Kosiniak, der Pole mit der 69. Er also 0,819 Sekunden zurück in der Startaufstellung. Dann die 47 auf Position 9, das ist Marc Buchner. Ja, normalerweise im Training immer einer, der ganz, ganz vorne hinfahren kann. Hier hat es nicht ganz so funktioniert, aber mit Platz 9 noch alle Chancen. Startposition 10, Andreas Klambauer, also ebenfalls in Reihe 3, 1,252 Sekunden zurück, 1,37,603. Die 24, Marcel Weyer vom Selecta Racing Motorrad Weyer Team, 1,37,741 seine Zeit und damit war er 1,39 Sekunden zurück. Ville Valtonen, die Startnummer 13, der nächste Finne auf Position 12, also ebenfalls noch in Reihe 3, 1,423 Sekunden sein Rückstand. Und in Reihe 4, Max Fritsch mit der Startnummer 11 vom RTH Racing Team Hunger. Er also auf Position 13, Danny Merz, beste Trainingsplatzierung für ihn in dieser Saison, Rang 14. Dann haben wir dahinter Sebastian Zielinski vom Yamaha Zentrum Köln auf Startposition 15. Und diese Reihe wird komplettiert von Florian Pflanzelt mit der Startnummer 87. So, und damit schauen wir uns das Ganze nochmal in der Übersicht an. Also nochmal die kompletten Startreihen durchgeschaut hier am Red Bull Ring. Die ersten drei Reihen, also die Reihen, die wir jetzt gerade sehen, haben wir auch im Bild gesehen. Auch Startreihe 4 haben wir also gesehen mit Pflanzelt oder mit Fritsch, Merz, Zielinski, Pflanzelt und Sebastian Frotscher auf oder in der Startreihe 6 ist ebenso nach vorne gerutscht wie Nadi Schulz, Irtschik und Schuler, denn Durik wurde nach hinten versetzt. Kommen wir dann später nochmal dazu. Jetzt schauen wir erstmal rein in den Rennstart. Über 13 Runden, Nekwasil und von Gunten kamen da gut weg, aber die Führung im Moment mal noch für Niki Tulli mit der gelben R6 gut zu erkennen. Auch Razgat Leoglu kam gut weg, genauso auch wie Manu Antweiler. Also vorne die ersten 5 haben da zwar untereinander ein bisschen die Position getauscht, aber ansonsten nicht allzu viel passiert. Christoph Schuler mit der Startnummer 6 fährt da dem Feld schon hinterher, also da gab es auch ein paar Probleme beim Start. Also wir sehen Nekwasil hier vorne vor Razgat Leoglu und dahinter Tulli und von Gunten und ansonsten insgesamt 28 Fahrer und Fahrerinnen hier am Start. Nadi Schulz, Irtschik und ja, da sind wir also mal dabei bei Manu Antweiler hier beim Start. Kam nicht ganz optimal weg, Razgat Leoglu und vor allem von Gunten ganz links außen, die kamen richtig gut weg. Nekwasil auch noch vorbei, Toni Riedel ebenso noch mit vorbei. Allerdings, der verliert dann hier auf den ersten Metern ausgangs der Kurve dann doch ein bisschen. Hier haben wir es gesehen, also Manu Antweiler direkt jetzt hinter Toprak Razgat Leoglu. Dann in der Anfahrt auf diese haarige Rechtskurve. Also hier haben wir es gut im Bild. Von Kunden fällt da auf Position 4 im Moment mal zurück. Manu Antweiler auf Position 5. Und ganz, ganz vorne dann also Nekwasil Tulli und auch... Ja, jetzt da wieder Positionskämpfer. Also ganz, ganz vorne Tulli, Razgat Leoglu, Nekwasil und von Gunten sowie Manu Antweiler. Das sind die ersten 5 Positionen. Wir sind also dabei mit Manu Antweiler hier auf dieser ersten Runde. Dieser ersten von insgesamt 13
zu absolvierenden Runden. Sebastian Frotscher, für ihn das Aus schon vor dem Start. Er klagte über Unwohlsein, hat gezittert am ganzen Körper, hat gesagt, also mir ist das nix. Es ist gefährlich für mich, es ist gefährlich für die anderen Teilnehmer. Ich verzichte lieber auf den Rennstart. Sicherlich auch eine weise Entscheidung, bevor er dann irgendwo vielleicht irgendjemand abräumt und sich oder andere gefährdet. Also für ihn das Rennen schon zu Ende, bevor es überhaupt losgegangen ist. Und ansonsten werden wir gleich noch sehen, hat es auch nochmal gerumpelt in dieser ersten Kurve, denn wir haben neben Manu Antweiler auch noch eine Kamera gehabt bei Nadi Schulz. Da sind wir jetzt nämlich dabei. Achtung, hier der Start aus ihrer Perspektive, also hinten vom 25. Startplatz. Wie gesagt, Martin Durdig wurde ja zurückversetzt, da gab es Ungereimtheiten am Luftfilter, aber letzten Endes konnte er dann doch starten, wurde allerdings wie gesagt ganz am Ende des Feldes dort zurückversetzt. So, also jetzt Anfahrt, hier dieses Bergaufstück. Ja, das ist ganz schön steil, also das sieht man hier im Video gar nicht so richtig, aber wenn man da mal hochläuft, dann wird das schon richtig steil. So, Achtung, hier links, das müsste Reto Biederkehr gewesen sein. Wir werden es gleich noch sehen, denn er wird jetzt auch sozusagen Hauptrolle spielen. Achtung, links vorbei und dann das Anbremsen auf diese Rechtskurve. Und da ist allerdings Patrick Zupančič im Weg. Ja, und dann rumpelt's. Beide müssen da also zu Boden. Na, die Schurz musste richtig hart in die Bremse greifen, ist damit natürlich erstmal zurückgefallen. Michael Irtschik vorbeigegangen an ihr, aber sie versucht sofort zu kontern. Das funktioniert auch, also wieder eine Position nach vorne für sie, aber natürlich der Anschluss an die anderen da vorne ist erstmal weg. Niki Tuli führt vor Razgat Leoglu, dann Nekvasil, dahinter dann von Gunten auch Toni Riedel in einer guten Position, genauso wie unser Kameramann Manu Antweiler. Also vorne alles noch sehr, sehr dicht zusammen. Hier haben wir Nadi Schurz, Irtschik und Florian Pflanzelt mit der 87, auch für ihn keine optimale erste Runde. So, jetzt sind wir wieder mit dabei bei Manu Antweiler. Der Angriff gegen Philipp von Gunten, das hat funktioniert. Und ganz, ganz vorne, da jetzt Razgat Leoglu vor Nekvasil und Niki Tuli. Also Niki Tuli hat da zwei Positionen verloren, von der 1 auf die 3 zurückgefallen im Moment mal. Aber das Rennen geht ja noch lang, lang, denn es sind nur zwei Runden, oder jetzt sind wir in der zweiten Runde. Vorne Razgat Leoglu, vor Tuli und Nekvasil. Also Niki Tuli hat da wieder eine Position gewonnen. Und hinten, da geht es um die Punkteränge, da geht es natürlich um die Top 15. Jeder möchte natürlich irgendwie dort in die Punkteränge fahren. Also, wir hatten es ja schon gesehen gehabt, Zupančič und Frotscher. Das sind die beiden, die schon raus sind. Und ja, Christoph Schuler am Ende des Feldes. Also Niki Tuli vor Razgat Leoglu, dann haben wir Nekvasil, Manu Antweiler und Philipp von Gunten. Also Philipp von Gunten ganz, ganz nah dran, direkt dahinter. Da haben wir dann die nächsten beiden, dann ein kleines Loch zur nächsten Gruppe. Also Toni Riedel ist das im Moment mal, der dort am Ende dieser Gruppe, also jetzt Eingangs oder Ausgangs dieser Kurve, am Ende dieser Gruppe ist. Und diese oben, diese Rechtskurve, die hat es mächtig in sich. Also wir haben es gerade wieder gesehen, wenn man da etwas komisch rauskommt, etwas komisch reinfährt in diese Kurve, dann kann man dort sehr, sehr schnell auch die ein oder andere Position verlieren. Wir sind wieder mit dabei bei Nadi Schurz und jetzt Achtung rechts geguckt, da ist Florian Pflanzel, die 87. Er geht da an ihr vorbei, nutzt dann hier komplett die Ansteine aus und ist an Nadi Schurz vorbei. Also Nadi Schurz, ja, immer noch mit leichten Problemen in dieser Saison. Niki Tuli wieder die Führung und hier haben wir mal Toni Riedel im Bild gehabt, der da also ebenfalls um den Anschluss kämpft, genauso wie Alain Bonnet, der da ebenso noch in Schlagdistanz ist. Hinten allerdings dann ja, Robert Neubert beispielsweise, für ihn geht es da auch um die Punkteränge. Endlich wieder ein gutes Ergebnis einzufahren. Christoph Schuler am Ende des Feldes, also er hechelt dem Feld da hinterher. Jetzt schauen wir nochmal Tuli, Razgat Leoglu, Nekvasil, Antweiler, dann haben wir von Gunten, dann Bonnet
und Toni Riedel gehabt und dann hier diese nächste Gruppe, unter anderem Andreas Klambauer mit dabei. Dann haben wir außerdem in dieser Gruppe noch Marc Buchner, Wille Waldtonen, Max Fritsch ebenso noch mit dabei und auch Marcel Weihe in dieser Gruppe mit vertreten. Also es ist alles noch richtig, richtig eng bei hochsommerlichen Temperaturen hier am Red Bull Ring. So, dann hat sich Manu Antweiler wieder dort richtig rangekämpft. Hier haben wir mal Klambauer im Bild gehabt und auch Marcel Weihe beispielsweise hier in dieser Gruppe mit dabei. Also insgesamt 28, ich hatte schon vorhin gesagt gehabt, insgesamt 28 Fahrer und Fahrerinnen hier an den Start gegangen. Also eigentlich waren ja 34 eingeschrieben für diesen Cup in dieser Saison. Allerdings, es hat sich dann doch schon ein bisschen ausgedünnt. Zum Beispiel auch verletzungsbedingt Florian Müller nicht mit dabei. Er hat da doch Probleme mit dem Handgelenk, mit dem Unterarm. Sowas wie eine Sehnscheidenentzündung. Also er muss hier dieses Rennen definitiv mal auslassen. Hat zum Beispiel dann auch gesagt, ja, ich weiß nicht. Ich habe es immer wieder probiert, als ich gedacht habe, die Schmerzen sind weg. Dann bin ich 3-4 Runden gefahren, dann hat es wieder angefangen weh zu tun. Also auch da könnte es wohl so sein, dass die Pause entweder länger wird oder er in diesem Jahr einfach auf alle Starts verzichtet. Razgat Leoglu macht Druck auf Niki Tulli, also da vorne ist mächtig Spannung gegeben und Toni Riedel vorbei an Philipp von Gunten. Wieder eine Position für den jungen Sachsen, da wie es nach vorne geht. Klambauer hatten wir gerade noch ein Bild gesehen, der da in dieser Gruppe mit unterwegs ist. Und wir schauen ans Ende des Feldes. Nadi Schulz und Michal Irtschik, die beiden kämpfen da im Moment um die drittletzte Position. Nadi Schulz probiert mal an Irtschik da vorbeizugehen, aber das wäre hier vielleicht gegangen mit ganz, ganz viel Risiko, aber da hätte Irtschik dann auch mitspielen müssen. Also er hätte da auf keinen Fall dann nach innen ziehen dürfen. Von daher, sie wartet lieber ab, aber sie macht Druck. Sie ist im Moment etwas schneller, hat man so den Eindruck. Vorne die beiden, Razgat Leoglu und Niki Tulli, können sich da fast schon ein bisschen absetzen. Aber das ist nur eine Momentaufnahme. Also ich kann versprechen, dieses Rennen wird bis zum Schluss richtig spannend bleiben und da wird noch eine Menge passieren in diesem Lauf des Yamaha R6 Dunlop Cups. Die Fahrer übrigens haben eine tolle Gelegenheit beim Sachsenring Grand Prix am kommenden Wochenende. Da können sie Jorge Lorenzo mal treffen bzw. Autogramme geben lassen. Also das ist eine ganz, ganz feine Angelegenheit. Thomas Kohler, der für diesen Cup verantwortlich ist, sich da um alle Belange kümmert, da so einen Deal rausgehandelt. Also das ist eine ganz, ganz feine Angelegenheit. Hier sind wir mal mit dabei bei Robert Neubert beispielsweise gewesen und auch Julian Puffe ist mit dabei. Martin Turik ebenso. Auch er hier durchaus in Schlagdistanz zu den Punkterängen. Und Nadi Schulz vorbei an Michal Irtschik hier in dieser Linkskurve, in dieser Doppellinks. Dann wieder genau durch die Rechtskurve. Also sie gewinnt eine Position und Razgat Leoglu jetzt die Führung übernommen. Nekwasi auf der dritten Position. Niki Tulli versucht da allerdings gleich zu kontern gegen Razgat Leoglu. Das sollte im Moment auch mal funktioniert haben. Razgat Leoglu hält dagegen und kontert seinerseits wieder. Also die ersten vier, Razgat Leoglu, Tulli, dann haben wir Nekwasi und Manu Antweiler. Die lieferten hier eine richtig gute Show und ein richtig spannendes Rennen hier zu Rennhalbzeit mittlerweile. Also wir haben noch 7 von insgesamt 13 Runden hier zu absolvieren. Und hier die neue Reihenfolge, Nadi Schulz, unsere Kamerafrau, vor Michal Irtschik. Und jetzt sind wir wieder mit dabei beim Kameramann, bei Manu Antweiler, der dort im Moment mal in der Zuschauerrolle ist. Aber schauen Sie mal, da vorne, da wird wild überholt, wild attackiert. Razgat Leoglu vor Niki Tulli, der schiebt sich jetzt wieder auf die zweite Position vor. Und auch Manu Antweiler kann da vielleicht angreifen. Nee, klappt nicht gegen Marco Nekwasi. Marco Nekwasi bleibt erstmal noch Dritter. Und jetzt wieder Niki Tulli vorbei an Razgat Leoglu, der ja viel trainiert. Also vor allem Fitnesstraining macht er dort die Woche über in der Türkei immer wieder.
Das läuft bei ihm so ab, er fliegt von der Türkei nach Berlin, von Antalya aus nach Berlin, dort steht das Motorrad und von dort aus fährt er dann auf die Rennstrecke. So, wieder Attacke von Niki Tulli gegen Razgatlioglu, werden wir dann gleich sehen, ob das funktioniert hat. Mittlerweile das Feld dann doch schon leicht auseinandergebrochen, aber zum Beispiel Marc Buchner in dieser Gruppe, in dieser Verfolgergruppe, auch mit dabei, genau wie Wille Waltonen mit der Startnummer 13 oder Max Fritsch. Philipp von Gunten musste da auch schon ein bisschen abreißen lassen. So, jetzt sind wir hier wieder mit dabei bei Manu Antweiler. Also, da sind die ersten vier ganz, ganz dicht zusammen. Manu Antweiler jetzt auch vorbei an Razgatlioglu. Innen wird es dann allerdings zu eng für drei Motorräder und damit die Führung vorerst mal für Marco Nekvasil vor Niki Tulli. Manu Antweiler jetzt hier voll am Gas gegen Niki Tulli, gegen den schnellen Finnen. Jetzt geht's nach rechts, aber da muss er einfach eher abbremsen und dann schießt Razgatlioglu auch gleich wieder mit vorbei. Also, die ersten vier, einfach ein wahnsinnig spannendes Rennen und das sollte ja hier noch viel, viel dramatischer werden. Wir schauen nochmal kurz auf die Ausfälle. Da haben wir nämlich mittlerweile auch noch Patrick Kosiniak und Christoph Schuler, die ausgefallen sind. Kosiniak in Runde 4, Christoph Schuler in Runde 5. Den hat man ja ganz am Ende des Feldes gesehen. Reto Wiederkehr, er mittlerweile ja auch ganz, ganz am Ende des Feldes unterwegs nach dem Sturz zu Beginn. Klambauer führt diese nächste Gruppe hier an. Und hier das Duell Julian Puffe gegen Robert Neubert. Da geht es im Moment mal um den 14. Platz. Und vorne Niki Tulli, Manu Antweiler gegen Razgatlioglu. So schnell kann es gehen. Razgatlioglu gerade noch in Führung gewesen. Jetzt im Moment mal zurückgefallen auf die vierte Position. Also Manu Antweiler jetzt auch auf dem möglicherweise Treppchenplatz. Hier haben wir das Duell. Julian Puffer gegen Robert Neubert. Auch dieses Duell wird uns noch ein Stückchen beschäftigen bis zum Rennende, denn da ging es dann letzten Endes, muss man sagen, um den letzten Punkterang, so wie sich dieses Rennen hier dann noch entwickelte. Denn diese Vierergruppe da vorne, dieser Viererzug, der machte richtig Betrieb, machte richtig Action. Allerdings, es war dann eben auch so, dass nicht alle von dieser Vierergruppe so ins Ziel kommen werden. Aber dazu kommen wir dann später noch. So, hier haben wir beispielsweise mal Martin Durdik im Bild mit der Startnummer 15. Das ist der hintere in dieser Zweiergruppe vom Vector BK Racing Team. So, jetzt wieder unser Viererzug. Manu Antweiler beim Rausbeschleunigen gegen Razgatlioglu. Saugt sich da richtig ran bei Start und Ziel und setzt sich neben ihn. Jetzt die Attacke, beziehungsweise ja, fährt auf der Geraden einfach mal fast vorbei und hat dann hier natürlich die bessere Linie und ist im Moment mal auf Position 3. Tulli, Nekvasil, Manu Antweiler, Razgatlioglu. Allerdings Razgatlioglu jetzt wieder in der besseren Situation, in dieser Angriffsmöglichkeit am Ende dieses Bergaufstücks rechts. Geht es dann rum und damit ist er wieder vorbei an Manu Antweiler. Also ständig Positionsverschiebungen ganz, ganz vorne. Das macht es für den neutralen Zuschauer unheimlich spannend, aber jeder, der da irgendjemand die Daumen hält, für den ist das natürlich Nervenanspannung pur. So, hier die 87 wieder, Florian Pflanzelt und, ja, wie soll das anders sein, in dieser entscheidenden Schlussphase sind wir wieder mit dabei bei Manu Antweiler. Hier gegen Razgatlioglu, der da mächtig zu kämpfen hat mit dem Motorrad beim Anbremsen, verliert diese Position wohl, aber trotzdem, jawohl, Manu Antweiler wieder durch, hat er direkt wieder gekontert, jetzt geht es in diese Doppel-Links hinein und das kommt natürlich den anderen beiden im Moment ein bisschen gelegen, also Tulli und Nekvasil, denn die brauchen im Moment erstmal nicht wirklich mit einem Angriff zu rechnen, wenn die sich da hinten so uneinig sind. So, das sind dann die Positionen, ja, um die 10 rum und hier wie gesagt um Position 14, beziehungsweise, ja doch, 14. Julian Puffer auf 14 und Robert Neubert auf 15. So, ja,
haben wir es wieder, Marco Nekwasil, der ja ein bisschen Pech hatte, beziehungsweise wo das alles ein bisschen unglücklich lief in den vergangenen Rennen. Buchner gegen Toni Riedel haben wir hier mal im Bild, also Marc Buchner dort vorbeigefahren an Toni Riedel. Aber auch da heißt es natürlich, erstmal abwarten, wer am Ende hier dieses Bergaufstücks vorne ist, das ist Buchner. Also Buchner vorbei an Toni Riedel, direkt hinter Philipp von Gunten. Dann haben wir Wille Waldthun und Max Fritsch und auch Marcel Weihe ist dort durchaus noch in Schlagdistanz, genau wie Andreas Klambauer. Der, das nehme ich jetzt allerdings schon mal vorweg, weil die Schlussphase, wie gesagt, sehr, sehr turbulent werden wird. Das nehme ich schon mal vorweg, Andreas Klambauer, der bekommt am Ende 5 Plätze aufgebrummt, also muss 5 Plätze weiter nach hinten. Wegen, hier steht da, 5 Plätze zurückgesetzt wegen Gefährdung eines Teilnehmers. Also, er wird 5 Plätze am Ende in der Endabrechnung noch verlieren. Aber im Moment trotzdem gut unterwegs. Kämpft da um den 5. Platz gegen von Gunten, gegen Alain Bonnet, gegen Toni Riedel, Marc Buchner und Wille Waldthun sowie Max Fritsch. Und auch Marcel Weihe können wir da noch mit dazu zählen. Also, wir gehen in die Schlussphase rein. Wieder beim Rausbeschleunigen. Manu Antweiler kommt da deutlich besser raus als Toprak Razgat Leoglu. Vorne die Sache im Moment relativ klar. So scheint es zumindest Nikituli vor Marco Nekwasil. Die beiden, da sollte nicht allzu viel im Moment mal passieren. Also die haben da doch schon ein paar Meterchen rausgefahren. Also das sollte funktionieren. Links haben wir mal die Rundenzeit. 1:36,7. Die schnellste Rennrunde übrigens von Razgat Leoglu, 1:36,029 in diesem Rennen. Also die ersten vier weiterhin zwar dicht zusammen, aber das hat sich dann doch so ein bisschen aufgesplittet in zwei Zweiergruppen. So, hier sind wir wieder mit dabei, Julian Puffe gegen Robert Neubert. Julian Puffe hatte ja auch eine Begegnung der besonderen Art unter der Woche in seiner Heimatstadt Schleiz mit seinem Bruder Daniel Puffe zusammen Dreharbeiten fürs Fernsehen gemacht. Dann kam die Polizei und hat gesagt, ja, so geht's nicht. Ihr fahrt ohne Nummernschild, illegale Straßenrennen, obwohl das Ganze abgesperrt war und abgesprochen war. Also da droht durchaus noch Ärger für die beiden schnellen Brüder aus Schleiz. So, jetzt schauen wir allerdings wirklich auf diese Schlussphase. Wir sind in der vorletzten von insgesamt 13 Runden und das wird hier eine ganz, ganz heiße Angelegenheit. Also Manu Antweiler, gleiche Stelle wie das gesamte Rennen über gegen Razgat Leoglu. Ist da relativ einfach vorbeigekommen, also kleiner Fehler von Razgat Leoglu, kam da ein bisschen weit raus. Vorne die ersten beiden sind, sage ich mal, weg. Klar, einen Fehler darf Tulli auch nicht machen, dann ist Marco Nekwasil auf jeden Fall mal da. Aber hier, auch das sieht relativ deutlich im Moment aus bei Manu Antweiler. Achtung, doch nochmal die Attacke gegen Tulli von Nekwasil klappt nicht. So, ja, auch das von Antweiler sah relativ deutlich aus, da gegen Razgat Leoglu. Aber er hat sich da auch wieder mit vollem Einsatz rangebremst. Hier haben wir mal Wille Waldthun gehabt. So, und jetzt schauen wir mal hier. Sind mit Manu Antweiler in der letzten Runde. Vorne die Führenden und jetzt, Achtung, jetzt das Einlenken in diese Rechtskurve. Diese lange Rechtskurve und da bekommt er einen Schlag und muss geradeaus ins Kiesbett fahren und damit das Rennen für ihn sozusagen eigentlich gelaufen. Vorne die Führung, jetzt ganz, ganz klar für Niki Tulli und Marco Nekwasil, also nur noch die beiden kämpfen da um den Sieg. Dann kommt erstmal lange nichts, denn auch Razgat Leoglu musste da durchs Kiesbett fahren. Das ist ein zu überrundender Fahrer, beziehungsweise, ja, ist da also doch noch ein bisschen Platz drinne. Alain Bonnet war das und auch von Gunten. Hier haben wir Klambauer, der wie gesagt noch 5 Plätze nach hinten versetzt wird. Razgat Leoglu auf 3, aber Manu Antweiler, er steckt immer noch im Kies fest. Das Motorrad wollte lange, lange nicht anspringen. Dann irgendwie, wir sehen es schon, also da hängen ein paar Kabel rum, so insgesamt sieht das jetzt nicht unbedingt so günstig aus, aber das Schlimmere ist eigentlich, dass er diese Zeit verloren hat, war stinksauer nach dem Rennen auf Razgat Leoglu. Der hat sich, das muss man ihm allerdings zugute halten, auch gleich bei ihm entschuldigt, aber natürlich ein Fehler von Razgat Leoglu, der da ein bisschen übermotiviert in diese Kurve reingestochen ist und dadurch musste Manu Antweiler also ins Kiesbett, letzten Endes gestürzt und es hat ewig gedauert, bis er dort wieder rauskam. Am Ende für Manu Antweiler nur der 21. Platz, also auch für ihn wieder suboptimal. Nadi Schulz kommt ebenso ins Ziel,
Da sind wir noch bei der Zieldurchfahrt dabei, auf Position 22, also direkt dann hinter Manu Antweiler. Der Sieger allerdings, das ist Niki Tuli aus Finnland. Er holt sich den nächsten Sieg, diesmal auch ganz ohne Diskussionen, also anders als am Lausitzring oder auch am Nürburgring. Diesmal ist alles, ja, das Motorrad ist ja nur ordentlich durchgecheckt worden, da ist alles für okay befunden worden. Und von daher herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Marco Nekwasil wird Zweiter und wie gesagt, Radsgard Leoglu auf 3. Klambauer hatten wir da gerade noch im Bild gehabt, der also diese 5 Plätze nach hinten versetzt wird, dadurch 11. ist. Alain Bonnet mit einem guten 4. Platz, von Gunten auf 5, Toni Riegel auf 6, Buchner 7, Waldtonen, Max Fritsch, dann Weihe, Klambauer, Engelen, auch ein gutes Ergebnis für ihn, Danny Merz auf 13, Sebastian Zielinski, der nächste Pole, auf 14 und Robert Neubert gewinnt das Duell gegen Julian Puffe, denn Julian Puffe dort in der Schlussphase von der Fußraste gerutscht und deshalb ja, konnte Robert Neubert dort noch vorbei. Christopher Cotton Russell auf 17. Und ausgefallen Schuler, Kosiniak, Frocher und Zupancic. Reto Wiederkehr am Ende auf Position 24. Und wir schauen noch auf die Gesamtwertung. Niki Tuli vor Marc Buchner und Marco Nekwasil. Philipp von Gunten auf der 4. Position. Toni Riegel auf 5. Alain Bonnet hat sich auf die 6. Position vorgekämpft. Also alles noch relativ eng. Und so einen richtigen Favoriten gibt es da noch nicht. Weiter geht's dann in Assen in knapp 2 Wochen. Ja. Unser Glückwunsch geht an den Mann mit der Startnummer 7. Er kommt aus der Türkei für den 3. Platz. Unser Glückwunsch, Torpark Radsgard Leoglu. Da ist er. So. Gratulation geht nach Österreich ins Gehring SKM Emmons Racing Team für Marco Nekwasil. Meine Damen und Herren, und den Sieger gibt es natürlich hier. Und zwar kommt er aus Finnland, aus Imatra für das AC Motec-Team, Niki Tuli. So, meine Damen und Herren, zu Ehren des Siegers, zu Ehren von Niki Tuli erfolgt jetzt die, erklingt jetzt die finnische Nationalhymne. Pokal Herr Ralf Christmann, das ist der Dunlop Sportchef. Er übergibt jetzt die Pokale, oder den Pokal an Platz Nummer 3. So, der zweite Platz wird geehrt vom Yamaha Sportchef persönlich von Jörg Hoppmann. Gratulation für den Zweitplatzierten. Ja, da kommt natürlich Freude auf in Österreich, das ist klar. So, Glückwunsch für den Sieger und hier übergibt den Pokal Thomas Kohler, der Yamaha Cup-Koordinator, der über Jahre hinaus schon die ganze Sache leitet und lenkt und den sollte man auch mal ein ganz herzliches Dankeschön sagen. So, volle Deckung, noch einmal Glückwunsch an die ersten 3. Ja, wir müssen lernen. Marco, lauf zu trinken!